Hallo, schön, dass du da bist und mir zuhörst. Ich bin Kalou und ich möchte dir heute etwas erzählen über den neuen Weg ins Licht, der neue Weg ins Licht 2019. Also dieses Seminar gibt es schon eine ganze Weile, über 20 Jahre, und ich bin seit, ja, 14 Jahren spirituelle Lehrerin und Meisterin und gebe dieses wunderbare Seminar. Und ab diesem Jahr hat es noch einmal eine ganz neue Qualität dazu bekommen. Und ja, du lernst quasi in diesem Weg ins Licht schon selbst auch mit anderen so zu arbeiten, dass du ganz wunderbare, ja, eine ganz wunderbare Hilfe für deine Mitmenschen und deine Klienten sein wirst. Also das Ziel des Weg ins Lichts ist es ja, dass du wieder dich mit dir verbindest, dass deine Chakren sich wieder öffnen, gereinigt werden und du ganz neu dich selbst erfährst. Dass viele alte Traumata quasi gehen dürfen, geheilt werden innerhalb dieser Arbeit, und du lernst mit deiner Energie, ja, zu wirken. Ja, was du an Fähigkeiten, an Qualitäten hast und wie du mit dieser Energie auch arbeiten kannst. Die sieben Hauptchakren, die sind ja bekannt, und diese Chakren, die werden wir wieder ganz neu belichten, erfahren und auch ausdehnen, so dass du ganz anders hier in dieser Welt stehst und ganz anders auch dein Licht, deine Qualität auf diese Erde bringst. Die neuen Themen sind, dass wir, ja, dass wir einmal Fremdenergien ganz leicht wieder an ihren Ursprung zurückschicken können und das auch unseren Klienten zeigen. Da habe ich schon ganz wunderbare Erfahrungen mitgemacht, und also ich kann das jedem empfehlen, auch jedem, der schon den Weg ins Licht gemacht hat in früheren Zeiten, dieses neue Seminar quasi zu wiederholen. Also das sind wunderbare Techniken. Es gibt natürlich für die Teilnehmer des Weg ins Lichts auch ein extra Update. Die müssen nicht das Ganze wiederholen. Da gibt es das Update für dieses Jahr. Und diese Arbeiten, also einmal diese Fremdenergien wieder an ihren Ursprung zu schicken, das bedeutet, dass man wirklich Freiheit und wieder eine Öffnung erfährt. Also wirklich wunderbar. Das andere ist, dass wir unsere Chakren überprüfen können, schauen können, wie weit sind sie denn ausgedehnt, wie weit kann ich das halten, welche Chakren sind wie weit ausgedehnt, wie ist mein Leben überhaupt im Fluss. Ja, und über diese Arbeit auch mit unseren Chakren arbeiten können und unsere Ausdehnung stabilisieren und erweitern. Dann ein Thema. Da geht es darum, unsere Misserfolge, an die wir uns leider ja doch leichter erinnern als an unsere Erfolge, diese Misserfolge zu entkoppeln, dass sie nicht mehr diese Kettenreaktion, diese Wirkung haben, so nach dem Motto, ach, das wird ja wieder nichts und ne, ist das letzte Mal schon schief gegangen. Und ja, dass wir also diese Energie einfach entkoppeln und gar nicht mehr an diese Energie uns erinnern. Und dafür gibt es neue Erfolgsketten, die wir dann verknüpfen. Also ein ganz wunderbares Seminar. Ich kann es jedem empfehlen, egal wo er auf seinem Weg steht, ob er noch ganz am Anfang ist oder auch schon vieles gemacht hat. Dieses Seminar hat eine große Wirkung, eine große Transformationskraft und bringt dich dir und deinem Sein wirklich ein großes Stück näher. Kann sogar sein, dass es bis wirklich in diese Ebene geht, dass du ja dich erleuchtet fühlst, dass du dahin wächst und wirklich merkst, okay, ich erinnere mich an mich, ich spüre mich wieder, das bin ich, nicht all das, was ich vielleicht gedacht habe von mir. Wenn du dich angesprochen fühlst,
kannst du natürlich mir eine E-Mail schreiben und wir können ein Bewerbungsgespräch, ein Informationsgespräch führen. Der nächste Weg ins Licht wird hier in Berlin stattfinden. Und zwar im November ist er geplant vom 21. November bis zum 24. November in Berlin. Du bist herzlich willkommen und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Alles Liebe.